Grüß Gott zum Ländle Talk hier auf Ländle TV. Es geht heute um Bier. Und mein Gast heute, dem beneide ich fast schon durch seinen Beruf, weil er ist nicht nur Braumeister der Brauerei Forumburger, sondern auch Biersommelier und Vize-Weltmeister. Schön, dass er da ist, Felix Schiffner. Servus Felix, hallo. Ah, ja. Danke für die Einladung. Ja, zweimal Felix. Wir kommen mit den Namen auf jeden Fall nicht durcheinander. Du, wie kommt man eigentlich zum Beruf Bierbrauer? Frage für einen Freund. Ja, also bei mir ist es durchaus ein bisschen familiär bedingt. Bin aufgewachsen in einem elterlichen Betrieb, wo sich mein Vater schon sehr früh mit Biervielfalt beschäftigt hat. Also keine Brauerei, aber halt eine Lokalität, wo es viel verschiedene Biere gibt. Und jetzt bin ich aufgewachsen mit einer Auswahl von über 100 verschiedenen Bieren. Und so habe ich sozusagen zum Biertrinken angefangen. Und dann war irgendwie immer schon ein bisschen die Begeisterung, die Leidenschaft dafür, für dieses tolle und vielfältige Produkt da. Und deswegen war dann irgendwann einmal klar, dass ich den Weg so einschlagen, und mittlerweile kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen, als wie in einer Brauerei zu arbeiten, weil das wirklich ein schöner, abwechslungsreicher Beruf ist. Gut, bei dir also ziemlich starke Fügung, sag ich mal, und von vornherein ein Traumberuf. Kann man da auch als Quereinsteiger reinkommen? Ja, natürlich, absolut. Also es gibt auch immer wieder Quereinsteiger, die später dann erst anfangen, ins Brauhandwerk einzusteigen, weil es doch faszinierend ist. Es gibt da einige, die fangen zu Hause dann selber zum Hobbybrauen an und entwickeln dann immer mehr Leidenschaft und wollen dann ihre Leidenschaft auch zum Beruf machen. Nimm uns mal jetzt mit in die Brauerei. Wie sieht denn dein normaler Alltag aus? Gibt es da überhaupt einen Standardalltag? Also generell ist schon ein sehr abwechslungsreicher Beruf, weil man einfach mit allen möglichen Abteilungen Austausch und Kontakt hat. Aber ja, im Wesentlichen ist die Aufgabe, das gesamte Team, was für die Bierherstellung zuständig ist, sprich, das sind die ganzen Bierbrauer, das sind die ganzen Leute in der Flaschenabfüllung, Fassabfüllung, ein Team von Instandhaltung, die schauen, dass die ganzen Anlagen auch regelmäßig in Schuss bleiben, und ganz wichtig natürlich auch die Qualitätssicherung im Labor. Und das sind sozusagen die vier Bereiche, die sich dann aufteilen und wo man einfach einen guten Überblick behalten muss, wo man schauen muss, wie sich Prozesse verbessern, wie man erfolgreich wirtschaften kann natürlich. Und ja, wie es vor allem auch immer in die Zukunft geht und wie die nächsten Jahre ausschauen, gerade was Investitionen betrifft. Also sehr, irgendwie ist jeder Tag anders. Also es ist sehr abwechslungsreich. Weil man muss natürlich als Braumeister das Bier auch verkosten. Also das gehört schon auch dazu. Hast du keine Probleme mit, denke ich. Nein, also es ist, denke ich, wichtig, wenn man in der Brauerei arbeitet, und ja, für Brauer oder für den Braumeister natürlich noch viel wichtiger, dass man irgendwie leidenschaftlich auch hinter den Produkten steht und stolz ist auf das, was man produziert. Weil ja, am Ende des Tages ist es dann doch das Schönste, wenn man heimkommt, und ja, wenn man in einer Brauerei arbeitet, dann darf man sich ja die Arbeit auch mit nach Hause nehmen. Und wenn man dann am Balkon sitzt und den Sonnenuntergang genießt und sich genüsslich für den Feierabend ein wunderbares Bier einschenkt, das dann genießt, dann weiß man eigentlich, wofür man den ganzen Aufwand betreibt, wenn man sieht, was da eigentlich Tolles rauskommt. Das wäre tatsächlich eine Frage, die zum Schluss kommt, aber ich stelle sie jetzt. Also tatsächlich, du trinkst in deiner Freizeit auch gern Bier, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass ein Braumeister einer Brauerei heimkommt und sagt, na, jetzt erstmal ein Gläsle Wein. Na, also grundsätzlich trinkt man schon generell sehr gern Bier in all seinen Facetten. Also fängt natürlich vom alkoholfreien Bier an und geht dann bis in die sehr hohe abgestimmte Speisenbegleitung, weil man einfach Bier vielseitig einsetzen kann. Und tatsächlich ist es da so, dass ich eigentlich bei keinem Bier, das ich trinke, irgendwo da abschalten kann. Ich will immer den Gedanken haben, das analysieren, egal ob das unseres ist oder anders ist. Und
Wenn ich bei so einem Getränk abschalten will, dann mache ich auch hin und wieder, dass ich irgendwo bin und mir einfach einmal von einem Weinsommelier ein Gläschen Wein dazu empfehlen lasse und sage so, da geht es mir jetzt eigentlich einmal nur darum, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, weil beim Bier da rattert sowieso im Kopf immer die ganze Bandbreite durch und man analysiert das. Und ja, so macht man das schon in der Freizeit auch. Ja. Nicht nur du bist preisgekrönt, sondern auch die Biere. Was bedeuten dir die Auszeichnungen? War jetzt mega Erfolge in den letzten Wochen, die da auf uns zugekommen sind. Einerseits ja, für das ganze Thema Wahnsinnsbestätigung, wann beim größten Bierwettbewerb, der in Europa stattfindet, wo die ganze Welt aber dann einschickt und der extremes Ansehen hat, wenn dann auf einmal da die Mitteilung kommt, dass es zwei goldene und eine Bronzemedaille gibt. Also das ist, ich bin selber da als Verkoster dabei, ich kenne den Wettbewerb sehr gut, ich schätze ihn extrem und darum ist das ein irrsinniger Ritterschlag, vor allem natürlich für die Biere und für das ganze Team, was dahinter steht, weil der Braumeister macht das Bier auf keinen Fall allein, also da steht schon das ganze Team dahinter. Und insofern war das gewaltig, wie da die Nachricht gekommen ist. Da ist einmal ein lauter Schrei durch mein Büro gegangen. Das war schon echt toll. Und ja, für mich persönlich jetzt auch da bei den Biersommelier-Weltmeisterschaften, wo ich da jetzt auch schon das vierte Mal dabei war, jetzt das zweite Mal Vize-Weltmeister der Biersommelier, ist für einen persönlich auch eine coole Sache, weil man einfach sieht, okay, die Nase und der Gaumen ist dementsprechend in Schuss und man weiß, wie man gutes Bier beurteilen kann. Aber das heißt, du könntest jetzt einem Laien erklären, worauf es ankommt bei der Verköstigung? Ja, also es ist natürlich wichtig, dass man alle seine Sinne mit einbezieht. Also es macht auf jeden Fall mal Sinn, wenn man Bier aus dem Glas verkostet, weil sonst sieht man ja die Farbe gar nicht des Bieres. Man soll den Schaum ja auch bewerten, den Duft bewerten, also mit allen Sinnen. Theoretisch könnte man sogar ins Glas reinriechen. Am besten wäre wahrscheinlich, wenn ich das einfach mal zeige, oder? Ja, sehr gerne. Sei frei. Also, wir haben da jetzt das Jubiläum, also das klassische Spezial der Vorarlberger Bierstil. Gibt es beim Einschenken schon was zu beachten? Also man kann auch beim Einschenken schon mit allen Sinnen genießen, wenn man so ein bisschen dem Geräusch lauscht, wie da das Bier schön hinein plätschert. Darf auf jeden Fall einmal mit ein bisschen mehr Schaum eingeschenkt werden, dass man nachher noch ein bisschen draufschenken kann. Also man kann eben sehr wohl auch aus der Flasche Bier wunderbar zapfen. Und ja, wie man da jetzt schon sieht, also von der Farbe her, so startet man eigentlich einmal. Also man nimmt einmal alles, was das Auge feststellen kann. Mhm. Man sieht, das Bier ist filtriert, man kann es dann ein bisschen gegen das Licht halten und sieht, dass da keine Trübung drinnen ist, dass keine störenden Eiweißpartikel drinnen sind. Mhm. Dann geht es weiter über die Feinporigkeit vom Schaum, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und dann vor allem auch, dass er gut stehen bleibt, gut anhaftet am Glas. Ja, theoretisch kann man auch noch den Hörsinn mit einbeziehen und einmal so der Kohlensäure lauschen, wie sie da hinaufsteigt und hinaufperlt. Und dann riechen wir mal hinein. Ja, den Geruch kenne ich. Ja. Und dann haben wir da diese leicht getreidigen Noten. Es kommt schon ein bisschen was vom Hopfen mit, ein bisschen diese kräutrige Note, was von unserem Hopfen mit reinkommt. Mhm. Und ja, dann darf man mal den ersten Schluck nehmen. Prost, muss, Felix. Muss man den denn mit zunen Augen nehmen? Ich mache es schon meistens so. Und ganz wichtig beim Bierverkosten, man macht es nicht so wie die Weinsommeliers, dass man dann ausspuckt, sondern wir müssen immer auch runterschlucken. Weil einerseits haben wir jetzt, wenn wir trinken,
dann kommt das einmal im Gaumen auf der Zunge an, dann merkt man mal, wie sich auch die richtig schon das Prickeln da aufgeht im Mund. Man hat die Vollmundigkeit vom Spezialbier da. Und dann ist wichtig, dass man beim Runterschlucken auch den Nachgang, den Abgang von der Bittere beurteilen kann. Bier ist Hopfen drinnen, wir haben Bittere da und deswegen immer wichtig beim Bierverkosten. Mhm. Also wie lange hast du diesen Schluck bei einer Verköstigung im Mund? Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also ich lasse den eigentlich gar nicht zu lang im Mund, also so wie die Weinbeißer. Das machen beim Bier ein paar, aber es ist eher bei stärkeren Bieren vielleicht, wo man das machen kann, wenn man noch ein bisschen die Intensität so bei ganz kräftigen Bieren dann am ganzen Gaumen spüren will. Aber ja, ansonsten wichtig, alle Sinne mit einbeziehen, auch das Retronasale. Also das eine ist, wie man halt der Duft, den man jetzt hat, wenn man hineinriecht. Und das andere ist aber auch, wenn man trinkt. Was dann auch retronasal wieder über die Nase wahrgenommen werden kann. Mhm. Und ja, also ich denke, auf jeden Fall ein würdiger Goldmedaillengewinner, oder? Was meinst du? Ja, ich bin jetzt, also Laie bin ich jetzt nicht, was Bier angeht, aber ich glaube, auf so einer professionellen Ebene noch nicht. Aber ja, es ist sehr spannend. Also ich habe es jetzt schon ganz anders getrunken, wenn du es mir erklärt hast, als sonst. Finde ich spannend, ja. Musst du eigentlich oft mit dem Zug zur Arbeit fahren? Also ich fahre eigentlich meistens mit dem Fahrrad oder sonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das taugt mir da im Vorarlberg, dass die eigentlich da recht gut ausgebaut sind. Das hat aber jetzt nicht unbedingt damit zum Tor, weil der Braumeister jeden Tag so viel Bier trinkt, dass er nicht mehr Auto fahren kann, sondern das liegt eher daran, dass ich arbeite für eine grüne Brauerei, wir haben eine grüne Produktion und deswegen finde ich auch, kann man da durchaus auch mit einem guten Beispiel vorangehen und da auf das Auto verzichten. Aber ja, sonst haben wir natürlich auch in der Brauerei generell Alkoholverbot. Die Ausnahme sind natürlich die Verkostungen, wann Biere freigegeben werden müssen, wann sie auch durchs Sensorikpanel durchlaufen, weil das ist neben einer Analyse im Labor natürlich die dann ganz entscheidende Freigabe, dass wir sagen, okay, das ist sensorisch für uns in Ordnung und das können wir so ausliefern. Welches ist dein Lieblingsbier? Es kommt immer ein bisschen auf den Anlass drauf an. Ich meine, ich bin schon generell Fan wirklich vom Jubiläum, einfach auch so trotzdem diese Vollmundigkeit, aber nicht zu sehr schlank, guter Hopfen mit einbaut. Also das Jubi ist schon so ziemlich das Lieblingsbier, könnte man jetzt einmal sagen. Wenn man das aber dann Bier gerade zu Speisen einbaut, dann mag ich gerne auch einmal kräftigere Biere. Gerne auch mal ausgefallene Geschichten, also auch so Starkbiere oder mal gereifte Biere. Ist auch spannend bei so Bieren wie zum Beispiel im Weizenbock, wo wir dann doch mehr Alkohol haben. So ein Bier kann man auch einmal reifen lassen, das kann man sich auch einmal über MHD in den Keller stellen und einmal schauen, wie entwickelt es sich. Ist auch ganz spannend, wenn man dann so Jahrgangsverkostung von so einem Starkbier macht. Also ja, Bier ist das vielfältigste Getränk der Welt und in all seinen Facetten wirklich spannend und ja, insofern abschließende viele Lieblingsbiere. Okay, aber abschließende Frage, wenn du sagst, du trainierst ja auch quasi für die Verköstigungen, gehst dann wahrscheinlich auch auf den internationalen Markt. Gibt es ein Bier international, das dich wirklich, sag ich mal, überrascht hat? Wo du nicht gedacht hättest, dass das vielleicht so gut ist? Ja, es gibt international einfach sehr bekannte Vertreter von gewissen Bierstilen und da sind schon wirklich auch herausragende Vertreter dabei. Aber ja, generell hat mich jetzt noch nichts so extrem überrascht, dass ich gesagt hätte, ich müsste das Ländle oder Österreich verlassen. Also wir haben eigentlich da, wir haben eigentlich da alles, was man braucht. Okay, also es gibt auch keinen internationalen Geheimtipp, den man unbedingt probieren sollte. Nein, man kann eigentlich in Österreich bleiben. Das ist gut. Sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Über eine Sache, die wir
meistens wirklich wöchentlich zu uns nehmen, aber uns vielleicht nie so wirklich Gedanken drüber machen. Sollte sich ändern. Vielen Dank für deine Zeit, Felix Schiffner. Danke für die Einladung. Ja, also wenn Sie das nächste Mal ein kühles Bier aus dem Glas genießen, denken Sie an diesen Talk und wir begrüßen Sie nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis bald.